Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich bin mal wieder bei Stelio eingeladen. Hallo Sonja. Grüß dich Stelio, hallo. Freut mich sehr. Ist ein lieber Freund, der kommt aus Griechenland. Und wir machen heute zusammen einen super leckeren Tomatensoßen-Tipp für euch. Okay? Und ihr zeigt mir, wie das geht, damit ich das zu Hause auch machen kann. Daheim heißt das auf bayerisch. Okay? So, Stelio, magst du anfangen? Ja. Und wir brauchen dazu 4 frische Tomaten, 16 getrocknete Tomaten, 16 getrocknete Tomaten, 4 Datteln, 20 Blätter frisches Basilikum. Kann man auch getrocknet nehmen, wenn man nicht frisches hat? Genau. 2 Knoblauchzehen. Ja, haben wir einen halb, weil das ein bisschen zu groß ist. 6 Esslöffel Hanfsamen. Das sind Hanfsamen, geschälte Hanfsamen. Und 3 Esslöffel Hefeflocken. Das sind die Hefeflocken. Man kann optional Algenflocken verwenden. Das ist sowas, gell? Algen ist gut für euren Bedarf an Jod. Das braucht man, gell? Das kriegt man im Bioladen. Mhm. Gut, alle Zutaten, die ihr hier seht, sind Bio. Und diese Sachen, die sind alle von der Firma Vitakeim. Wo ihr das bestellen könnt, das seht ihr in meiner Videobeschreibung, unter dem Video. Gut, Stelio, du darfst anfangen. Wir brauchen dazu den Vitamix. Richtig. Sind das die getrockneten Tomaten, sind die mit Salz oder ohne? Die sind mit Salz, ja. Sind die gesalzene? Es gibt auch welche ohne Salz. Ja, wenn man ohne Salz nimmt, dann braucht man Salz, weil die Soße braucht ein bisschen. Gut. Alles rein in den Mixer. Wasser braucht man keins, gell? Nein. Kein Wasser. Ah, das tun wir noch zusätzlich rein. Die Algen, ja, wichtig fürs Jod. Sehr gut. Und los geht's. Schön, fertig ist unser Tomatendip. Schaut so aus. Warte mal. So schön fest. Also wir haben kein Wasser reingetan. Das finde ich sehr gut. Ist viel besser für die Verdauung, wenn man sich da das Wasser spart. Ist schön dickflüssig. Flüssig eigentlich überhaupt nicht, schön dick, so wie ein Dip zu sein hat. Sehr gut, und in 2-3 Minuten fertig. Ja. So. Und fertig ist unser Tomatensoßen-Dip. Und da kann man jetzt alles Mögliche eintauchen. Da könnt ihr Karottensticks nehmen. Oder welches Gemüse ihr auch immer gerne esst, Gurken oder Zucchini oder auch einen Salat oder alles Mögliche, was euch halt lecker schmeckt. Gell? Oder ein Roccosbrot. Oder ein Roccosbrot, gell? Das ist super, gell? Macht Spaß, oder? Ja. Ich finde das klasse. Also ganz toll, es ist auch für mich eine Inspiration, weil ich habe schon lange sowas gesucht, was schnell geht, was lecker schmeckt und da bin ich überzeugt, oh, dass das lecker schmeckt. Und das war's schon. Silje, magst du noch was sagen? Jahara. Wie heißt das? Jahara. 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 Jetzt habe ich ein griechisches Wort gelernt. Das war unser Video, meine Lieben. Macht es gut. Alles Liebe. Servus. Pfiat euch. Ciao.